Wir sind immer noch in Berlin, Leute, ein neues Video. Heute haben wir mal die ganz schweren Gewichte rausgeholt. Morning Workout mit, na klar, Kevin. Nein, nicht Kevin Wolter. Mit Kevin Teller, mit Papa Platte. Kevin, vielen Dank, dass du so früh aufgestanden bist. Ey, oder hast du gar nicht geschlafen? Es passiert nicht oft. Ich habe wenig geschlafen. Vier Stunden oder so. Also, das reicht. Ja, das reicht. Ausreichend. Ja, ja, genau. Gefrühstückt hast du auch was. Ja, gerade noch einen Bagel bekommen. Ja, wir sorgen für alles. Ne? Ich hoffe, dass der Bagel auch drin bleibt, weil wir starten auch heute wieder mit dem Zirkel. Was machen wir? Eieiei, worauf habe ich mich hier eingelassen? Ey, wir haben gesprochen. Ich habe dich gefragt, bist du fit? Es war eine große Lüge, als ich ja gesagt habe. Ja. Ach du Scheiße. Dann, seid ihr bereit? Jo. Wir sind bereit. Dann viel Spaß, let's go. Auf Casual mal um 10 Uhr morgens trainieren, Klassiker. Halbzeit. Komm. 5, 4, 3, 2, 1, komm rein! Komm hier! Yes! Zack, geil, Alter. Aber bist du ja, Kevin ist ein Kämpfertyp, das merkt man schon. Richtig geil. Bruder, Blutdruck direkt auf Hochtouren, Alter. Yeah. Genau. Das ist anstrengend, als man denkt. Du hattest ja meine Tanzausbildung. Jo. Insofern. Ausbildung, aber ja. Oder? Ich habe Turnier getanzt. Ja, aber da hat man noch 10 Jahre oder so. Ja, ist auch eine Ausdauer. Ja. Total. Und dann erwarte ich ja auch ein bisschen Koordination. Was war dein Ding? Lateinamerikanisches Tanzen. Turniertanzen. Ich war. Das ist nicht unbedingt das Geilste so. Aber wir waren so das beste Paar in Brandenburg. Aha. Und haben halt auch so ein paar Sachen in Berlin gemacht. Ja, war sehr cool, auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Also, Leute, Let's Dance. Ja, ihr wisst Bescheid. Ja, falls ihr es noch nicht wusstet. Oh Gott, Alter. Ja, das fühle ich bei dir. Okay, ready? Let's go. Und go. Das war ein mega Einstieg hier von mir. Ist auch für mich noch früh. Bist ja völlig übermotiviert. Das ist so Huber-Style, Alter. Ja. Eskalation Halbzeit. An der Box. Oh, Halbzeit? Ja, deswegen sage ich übermotiviert. Gutes Tempo finden. 4, 3, 2, 1 und Pause. Let's go. Oh Gott. Fünf, vier, drei, zwei, eins und Pause. Sehr gut. Ja, guck mal hier. Läuft. Wollte gerade sagen, also das mit dem Zwischenhopser ist ja Schulhof-Style. Ja. Ja, lange nicht gemacht, Alter. Locker 5 Jahre oder so. Guck mal, was wir alles wieder zurückholen hier. Okay. Seilspringen einfach. Dann, let's go. Ja, sehr gut aus. 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Man sieht immer die Atzen. Im Fitnessstudio, Alter, die werden immer so stöhnen. Wir haben auch noch ein dickeres Seil, was ein bisschen schwerer ist. Nee, passt schon. Und go. Da machen die 45 Sekunden richtig Spaß. Mal das eine Halbzeit, Junge. Jetzt. Komm, die Dürr. Boah. Gib Gas. Jede Pause von dir wäre eine arge Enttäuschung für mich. Komm, 10 Sekunden noch. Ja. Komm. Da sind sie, die Bilder. Komm, komm, 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Mega. Erste Runde geschafft. Puh, okay, nice. Ich
Ich habe ja von vielen deiner Kollegen gehört, dass es ein bisschen braucht, bis die eigene Familie so begreift, was man eigentlich macht. Ja. Wie ist das bei dir? Also, meine Mom hat es dann so nach einem Jahr oder so verstanden und wir arbeiten auch so zusammen so mäßig. Sie macht so den ganzen Erwachsenenkram so für mich. Also Management, nee, Booking, Management nicht, nee, aber so Steuer. Bisschen so assistenzmäßig. Ah, okay. Mhm. Und so Steuern, ja. Buchhaltung und so. Buchhaltung, genau. Mhm. Und mein Dad, der versteht es auch, aber der will immer noch, dass ich ein Studium mache. aber ey, es ist nicht ihm zu verübeln, so. Er meint es auch nicht böse. So. Ja. Nee, aber vielleicht musst du ihm mal einen Kontoauszug zeigen. Habe ich schon, das ist egal. Es geht auch nicht ums Geld, er will einfach, dass ich ein Studium mache. Was sollst du denn studieren? Also ich habe halt Elektrotechnik angefangen. Aha. Und das hätte ich halt, also hätte er halt gefeiert, hätte ich es weitergemacht. So. Okay. Ja, aber das hat mich einfach nicht so abgeholt, weißt du? Ja. Das hat sich nicht richtig angefühlt und dann. Aber das wünschen sich ja irgendwie alle Eltern für ihre Kids, genau, weißt du, dass sie irgendwie nehmen, so eine coole Ausbildung machen und irgendwas in der Tasche haben und so. Kann man verstehen, aber safe. Ja. Haben die sich das schon mal angeguckt während des Streams und so? Also, ja, schon. Leider, ja. Aber eins muss man festhalten, ne? Also das kann ich schon mal sagen, Kevin ist deutlich schlauer, als ihm immer nachgesagt wird. Ja, ich habe immer, wenn ich im Stream bin, dann lasse ich mir die dumme Seite von mir raus. Ja, aber es gibt auch eine andere. Ja, manchmal. Das, ja, schon, selten. Schon. Okay, Runde 2. Yes. Hm? Eins und go. Machst du jeden Tag? Also nicht jeden Tag, aber im Moment mache ich das jeden Tag. Bist du schon ein bisschen gereist? Ja, schon. Finde ich auch geil. Also ich war mein Lieblingsurlaub. Also Urlaub. Mein Vater hat zweimal in Vietnam gearbeitet für 10 Tage jeweils. Cool. Und dann hat er mich so mitgenommen, weil es mein Sommerferien war. Aha. Das war so das Schönste, weil ich habe da halt auch jetzt nicht so diese Touri-Sachen gemacht, sondern ich war da halt unterwegs mit Einheimischen. Aha. Und hab dann so Pho heißt es, glaube ich. Pho, diese typische Suppe. Genau, und das liebe ich. Das ist halt auch bis heute eines meiner Lieblingsessen. So. Cool. Gibt es irgendein Ziel, wo du noch hin bist? Auf jeden Fall, also ich will unbedingt nach Tokio. Aha. Also allgemein asiatische Länder so mehr. Aha. Ich habe wirklich nur Vietnam gesehen bis jetzt. Ich würde gerne noch mal Thailand machen. Japan, wie gesagt. Ja, Tokio ist krass. Ja. Ich glaube, Tokio ist auch, also das ist so das, wo ich am ehesten jetzt gerade hin möchte. So. Ja. Gut, Runde 3. Ich fange wieder an mit dem Basketball dann, mit dem Medizinball. Mit dem Basketball, Junge. Alter, die paar Stunden Schlaf machen sich bemerkbar, Alter. Ich hoffe, du hast noch nicht bereut, dass du ans Telefon gegangen bist. Wobei, ich glaube, als ich dich angerufen habe, warst du eh nicht fertig, ne? Also, ich war vielleicht ein bisschen erschöpft dann. Oh! So vom Ding her, als du angerufen hast. Aber war lustig auf jeden Fall. Ja, also, ich konnte ja nicht wissen, du hast ja nichts gesagt. Aber dass Kai Pflaume während Bettgeschichten anruft, passiert auch nicht alle Tage. Ey Leute, es war 12.30 Uhr am Mittag, ne? Also insofern. Aber die andere Frage ist, die hast du, glaube ich, nicht im Stream beantwortet. Was hat sie dazu gesagt, dass ich in dem Moment angerufen habe? Gar nichts, ich fand einfach auch lustig. Hast dich rumgetreten, hast gesagt, nur die Liebe zählt. Ach, uff, Alter. Der wäre krass gewesen. Nur die Liebe zählt. So, letzte Übung, komm. Let's go. Bisschen weiter zurück, mini, zurück. Ja, passt. Puh, komm. Puh. Oh, Junge. Die letzten 10 Sekunden. Komm, zieh durch. 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Sehr geil. Boah, mir ist ein bisschen schlecht gerade, Alter. Oh ja, und es wackelig.
Schwindelig schlecht oder? Nee, übel. Kotze schlecht. Aber es ist immer so bei mir, wenn ich früh trainieren war. Naja, und sagen wir mal so, der Bagel spielt auch noch. Und der Bagel ist der auch. Der spielt auch noch mit. Der hat Bock, Alter. Der kursiert da ein bisschen auch rum im Magen, Alter. So, ich glaube, warm sind wir, ne? Wach bist du noch nicht wirklich. Können wir den Shot nochmal drehen? Ich finde ihn gut so. So wollen die Leute dich doch sehen. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Ja, ist so. Wäre ungewohnt. Weißt du, wenn du jetzt hier stehen würdest, wie so ein Duracell-Hase und sagst, okay, was ist das Nächste? Nee, Let's go. Das wäre so ein Sascha-Huber-Ding, Alter. Der würde jetzt sagen, komm, ja. noch dreimal den Zirkel, Alter. Genau. Den spielen wir durch. Den Ultra-Zirkel mit Gewichtsweste. Boah. Okay, Coach Flex, erste Übung für uns heute. Wir machen Step-Ups, dafür benötigen wir nicht nur Kraft, sondern auch extrem viel Balance. Für die Step-Ups benötigen wir eine Box oder eben eine Plattform mit der Höhe, dass der Oberschenkel parallel zum Boden ist. Dann suchen wir einen festen Stand, ziehen die Zehenspitzen nach oben, damit nur die Ferse den Boden berührt, arbeiten wir uns wieder hoch, gehen langsam und kontrolliert runter, setzen kurz mit der Ferse auf und arbeiten uns aus der Kraft wieder nach oben. Kleiner Tipp, such dir am Boden einen festen Punkt, damit es dir leichter fällt, die Balance zu halten. Also so? Mhm. Gerne. Und das müsste ja eigentlich eine Übung sein, die dir... Und das hält ja? Ja. Aber es müsste ja eigentlich eine Übung sein, die dir als Tänzer, als ehemaliger Tänzer Balance sehr etc. Müsste eigentlich gehen, ja. Okay, stell dich einfach mal ganz normal drauf mit beiden Füßen. So. Ja, genau. Yes. Hey, jetzt. Nimm die Hände ein bisschen nach vorne, dann hast du einen besseren Schwerpunkt. Genau. Oh, Junge. Versuch die Fersen am Boden zu lassen. Ja, besser. Oh. Und wie viel machen wir davon, so vom Ding? 7, einen noch. 8 und wechsel. Yes, nice. Boah, das war balancemäßig schon ein bisschen kritisch. Ich lange. Geil. Es hat noch niemand so geil leidend geguckt wie du. Ja, ist immer so. Ich gucke immer so, als würde ich so sterben gleich. Kennt ihr diese Leute, die im Gym immer so richtig laut alles machen? Ja, so. Ja. Und dann am besten ist immer, wenn sie das Gewicht ablegen und so ein. Oh, immer der, Alter. So. Damit auch wirklich jeder im kompletten Gym checkt, okay, die haben gerade eine Übung gemacht. Alter. Genau, ich bin fertig jetzt. Das bin ich einfach, aber nur hier. Nur für euch. Oh, ich mach auch mal ein bisschen Hände. Eins. Krass. Zwei. Drei. Acht. Nice. Ey, was trainiert man damit? Also wahrscheinlich Beine, obvious, genau. Aber... Genau. Ist es für den Booty? Glutes. Das war sehr heiß. Hier. Das würde ich ganz gerne in der Slow-Mo privater mal haben. Kriege ich dann so einen Videoklingel-Anrufton bei dir? Oh ja, wenn du dann anrufst, dann kommt das dann. Das ist dieses Arschklingst, dieses Arschhauen ist dann so. Das ist dann so der Klingelton. Drei. Ferse am Boden lassen. 7. Und 8. Nice. Oh, voll. Nicht schlecht, Mann. Okay, let's go. 1. 2. 7. Schön. Komm, nur einen. Yes. Oh. Nice. Sehr cool. Boah, die ballern auf jeden Fall noch mal 10-mal mehr, wenn man die Ausführung richtig macht. 1. Nice. Ja, da fällt es ja auf jeden Fall leichter. Oh. Ja, weil man im Stand, bei ihm immer mehr Kraft hat. Ne? Ja. 4. 7. Und nur 1. 8. Nice. Sehr gut. 3. 4. 7. 8. Nice. Ich habe vergessen, den Deckel aufzumachen. Ja, das ist schon bei der Flasche ultra schwer.
Nein, ich hatte eine Doppelabsicherung. Das ist so ein typisches Kevin-Ding. Ja, geil. Jetzt sehe ich aus wie der letzte Forsten, Alter. Perfekt. Ist Schweiß. Genau. Vor allem hier Schweiß. Punktuell. Wer kennt jetzt nicht den guten, ja, der Bauchschweiß? Ist bestimmt einfach von deiner Stirn runtergetropft. Oh, Falter. Mega gut. Acht. Boah. Stark. Boah, Alter, jetzt die letzten sind echt. Die sind übel. Guck mal, wenn du mal wieder auf entspannt mit einer Püppi spazieren gehst und dann zwischendurch mal. Wachsen willst. Ganz kurz, wir können gleich weiter. Warte kurz, wir können gleich weiter. Ich muss kurz. Ich brauche kurz Pump auf den Beinen. Sieben. Und acht. Nice. Oh. Ja. Stabil. Geil. Sehr gut. Drei. Drei. Der trainiert auch für dieses Gladiator Race. Wo die so unter Stacheldraht durchkrauchen. Hoppala. Sorry, das war nicht schwer. Sechs. Sieben. Und noch ein. Acht. Let's go. Ja. Nice. Let's go. Wie sieht es mit dem Thema Ernährung aus? Guckst du ein bisschen? Also ich bin gerade wirklich dabei, das so ein bisschen umzustellen. Also Mittagessen muss man halt immer bestellen, aber ich achte darauf. Also ich esse zum Beispiel zum Mittag sehr gerne sowas wie ein veganen Caesar Salad. Mhm. Oder so Sudels, kennt ihr das? Das ist so dieses, also anstatt Spaghetti quasi Zucchini-Nudeln. Ja. So, das ist so. Ich weiß jetzt aber nicht, ich ist jetzt nicht so, dass ich mich mega informiert habe. So. Ich esse einfach das, was ich denke, was einigermaßen gut ist. Ding noch so ein bisschen zu viel Kalorien gerade. Ich würde gerne ein bisschen abnehmen gerade. Mhm. Ja, aber läuft. Dafür, dass ich den ganzen Tag vor dem PC sitze, ist ganz gut, denke ich. Das könnte schlimmer sein. Gerade früh und abends immer so Porridge. Für abends muss ich mir noch irgendwas anderes einfallen lassen. Ja. Aber läuft ganz gut eigentlich. Ja. Der große Essens-Talk hier. Ja, aber gehört ja zum Sport dazu. Safe. Ja. Nee, aber ich will es ein bisschen upgraden gerade da bei mir. Deswegen habe ich auch schon Sascha Huber angeschrieben. Habe ich vorhin ja schon erzählt, der hat mir erstmal 16 Minuten Sprachnotizenmaterial geschickt. Das kann Sascha. Ja? Liebe Grüße, Alter. Sehr, ja, sehr genau. Korrekt. 16 Minuten Sprachnachricht hatte ich noch nicht, aber auch schon sehr lange. Aber zum Glück kann man die jetzt ja schneller abspielen. Das funktioniert nur bei Sascha oft nicht. Warum? Weil er sowieso schon so schnell redet. Da verstehst du nichts mehr. Ist crazy. Österreicher reden so schnell oft, ja. Das ist krass. Felix, was ist die nächste Übung hier? Was machen wir? Wir machen Australian Pull-Ups. Das ist eine geniale Übung zur Vorbereitung von Klimmzügen. Für Australian Pull-Ups benötigen wir ein paar Ringe. Wir hängen sie circa auf Hüfthöhe auf. Dann gehen wir in die Ausgangsposition, Hintern angespannt. Wir ziehen die Schultern aktiv nach hinten unten und dann uns mit den Armen nach oben. Wenn das Ganze noch etwas zu schwer ist für dich, kannst du einfach etwas weiter in die Vertikale gehen und hier ziehen und dadurch die Intensität perfekt auf dich anpassen. Okay. Genau. Genau, streck die Hüfte durch. Ja, genau. Und hoch. Yes. Jetzt hier hinten die Schultern zusammenziehen, als würde. Ja, perfekt. Genau, Brust raus. Als würdest du meine Finger einquetschen wollen. Hier. Komm, komm, komm. Sechs. Sieben. Easy. Acht. Neun. Und einen noch. Nice. Perfekt. Boah, junge Tier. Okay, der macht es nicht zum ersten Mal, Alter. Vorbereitung zu den Klimmzügen. Ja. Ach, habt ihr das viel gemacht auch? Ja. Ja, okay, verstehe. Super Assistenzübung. Boah, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen cleaner ausgefühlt aussehen, der Laden. Zehn. Passt. Da gibt es auch noch schöne Varianten von. Auch einarmig. Ey, ihr könnt gerne jeden Tag vorbeikommen. Dann habe ich eine Motivation, hier Sport zu machen, Alter. So ist es nicht. Yes. Zwei, nice. Drei, schön. Neun und einen noch. Komm. Komm! Oh.
Sehr geil. Boah, der letzte war ein bisschen mickrig, Alter. Ja. Jetzt musst du so, jetzt musst du die Gym-Nummer machen. Ha! Ha! Ja, ja, genau. Soll wieder jeder Check auf die Übung gemacht. Fertig! Ha! 3, 4, 5 und 10. Krass. Sehr geil. Ja. Ja, genau. 2, 3, 8, komm. 9. Ja, und die letzten. Einer. Das ist ein Ding. Sehr oh geil. Gott, uff, Alter. Eins, zwei, drei, neun und zehn. Krass. Easy. Krass, das ist nicht zu unterschätzen, Alter, am Ende. Puh, gut. Eine Übung haben wir noch. Nochmal Goblet Squats. Eine haben wir noch. Nochmal was für die Beine? Ja. Geil. Oh, Beine von Coach Flex. Wir machen Goblet Squats quasi den kleinen Bruder von Kniebeugen. Für die Goblet Squats benötigen wir ein paar Kettlebells oder eben ja, Kurzhanteln, irgendein Gewicht, das dir zur Verfügung steht. Dann platzieren wir das Gewicht vor unserem Körper, suchen einen etwas breiteren Stand als schulterbreit, arbeiten uns dann so tief wie möglich nach unten, drücken uns wieder nach oben. Ja. Und ass to the grass. Genau, tiefer. Ja, genau. 4, 11. Sehr gut. Oh, nur ein. 12. Nice. Genau, auf Fersen am Boden. 12. Pause. Wie ist vom Gewicht her? Also ich, für mich habe ich das Gefühl, es passt. In so. Ordnung. Versuch ein bisschen aufrechter zu stehen. Ja, ja. 10. 11. Und noch einen, komm. Jawohl. Schön. Geiles Ding. 1. 2. 3. 11 und 12. Easy. 3. Noch einer, Kevin! Komm! Schönes Ding. Das war motiviert, Alter. 10. 11 und 12. Sehr geil. Also ich habe jetzt nicht übel rasiert gerade da, aber beides würde ich auch sagen. Stärkste bei mir. Wahrscheinlich, weil ich halt getanzt habe. So, da ist halt Beine das, was am meisten halt ja. Ja. So irgendwie Ausdauer trainiert. So, unsere Übung haben wir gemacht. Klimmzüge, Grande Finale. Was draußen dir zu bei Klimmzügen? 3. Ach komm. Okay, ich sag 4. Ja, 4 oder 5. Ja, komm. 4 oder 5 wäre krass. 5 möchte ich. Wie mache ich die? So rum oder so rum? Naja, was. Was ist denn so das Ding? Also, wie soll man. Wir haben bis jetzt haben alle im Obergriff gemacht. Also haben wir so, das ne? So, ne? Ja. Also, das ist halt der Griff für richtige Männer. Dann muss. Dann so. Wichtig ist nur, dass du das wieder abwäschst, bevor du heimfährst. Weil, wenn du auf dem Heimweg eine Polizeikontrolle kommst. Ja, am besten auch hier so unter der Lippe. Yeah. Oder hier so. Sieht aus, als hätte ich Tafelservice in der Schule gehabt, Alter. Kennst du das noch? Ja, Tafeldienst? Ja, Tafeldienst, genau. Ja, Tafelservice, Alter. Wie so bei Armee oder ja. So. Aber echt, das einfach so, Tafelservice. Aber das finde ich lustig, dass du das kennst. Ja, das ist doch Tafeldienst, ja. Gibt es das heute safe auch noch? Vielleicht, ja. Gibt es noch Tafeln? Ja, Tafeldienst. Ganz übel, Alter. Und dann immer den Atzen, der dann das Klassenbuch mittragen musste. Also, ja. Und wenn man Tafeldienst hatte, ist man gerne von den anderen auch mal mit dem nassen Schwamm beworfen worden. Ja, oder man war der mit dem nassen oder Schwamm. Oder so, das gab es natürlich auch noch. Denk dran, wie viel ist. Schauen ja auch eine ganze Menge Mädels zu. Schön. Komm. Komm, 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 komm. 2. Ja. Und ganz hoch. Oh, nee, Digga. Weißt du, komm, komm, komm. Wie machst du davon 10? Du wolltest. 5, nee, Alter. Du wolltest 3 machen, hast du gesagt. Alter, boah, das ist der Endgegner. Oh mein Gott. Aber das ist eine Techniksache. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich nach dem zweiten nicht mehr kann, Alter.
Uiuiui, Alter. Ja, also du siehst, es gibt immer noch Ziele. Ja. Okay, wie geht's dir jetzt? Gut. Ja, ne? Das ist ja immer das Schöne. Wenn es am Ende ist, dann immer so, man denkt sich so, geil, Alter, jetzt habe ich schon mal richtig produktiv in den Tag reingestartet. Mhm. Kann losgehen jetzt. Ich bin jetzt wach auch. Ja. Mal gucken, wie lange noch, aber aktuell fühle ich mich wach. Mal gucken, was noch kommt. Hat auf jeden Fall sehr gebockt, Alter, no joke. Hat mega Spaß gemacht. Richtig geil. Danke für Leute, die Einladung. Leute, folgt Kevin Papa Platte auf Twitch natürlich, Twitch, sowieso YouTube. Abonnieren, YouTube, Instagram, Tinder, Lavu, ne? Wo er halt so unterwegs ist, OnlyFans, ne? Also wo er halt so einen Account hat, ne? Also da schaut rein, Coach Flex natürlich auch, gibt es alles nochmal in der Videobeschreibung, ja, hat wieder Spaß gemacht und hier eine gute, wichtige Frage, welches Verhältnis hast du zur Glocke? Oder ich bock auf Milch jetzt. Ja, ich meine eher so YouTube, weißt du, so abonniert natürlich auch Ehrenbaum. Ja, aber ich hätte trotzdem gerne ein Glas Milch. Ja, kommentiert, lasst ein Like da und aktiviert die Glocke. Das könnte auch der Eismann sein. Oh. Tschüss.